Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 18. April. Heute dabei Instagram, Google, Tesla, Uber, Samsung und F8. Starten wir mit Instagram. Dort kann man ja schon seit letztem Dezember Bilder von anderen Leuten für sich selber speichern und nun kann man daraus auch Sammlungen erstellen. Das ist eine neue Funktion, die ist jetzt freigeschaltet in iOS und Android und wir haben in den Shownotes auch einen Link zu einem Blogartikel bei stadtbremerhaven.de. Dort ist erklärt, wie ihr das einrichten könnt bzw. wo ihr das findet und dann könnt ihr euch Fotos sammeln und daraus eine Sammlung erstellen für beispielsweise Inspiration, ähnlich wie auch bei Pinterest. Google, die haben jetzt in Amerika eingeführt, dass die NHL und die NBA, das sind die amerikanischen Profiligen für Eishockey und Basketball, direkt Echtzeit-Updates in die Suchergebnisse reinspielen können. Das Ganze gab es schon 2016 zu den Präsidentschaftswahlen und wird nun einfach fortgeführt. Sprich, man sucht beispielsweise nach dem Stanley Cup, also dem Meisterpokal im Eishockey, und bekommt dann direkt halt Artikel der NHL oder auch Fotos oder GIFs, die darauf gemünzt sind und die in Echtzeit von diesen, ja, von der NHL beispielsweise eingespielt werden. Interessante Funktion, inwiefern das wirklich die Suchergebnisse, ja, verbessert, lasse ich mal in den Raum gestellt, muss jeder für sich entscheiden. Tesla, die hat mir erst vor kurzem das Standardmodell eingestellt, also das Standardmodell des aktuellen Model S. Das war die 60 Kilowattstunden Version. Denn es wurde gesagt, die Leute kaufen die nicht, sondern upgraden. Und damit ist die 75 Kilowattstunden Version derzeit der Einstiegstesla. Und der wurde nun im Preis gesenkt. Und zwar um stolze 7.500 US-Dollar. Das sind nun für das Auto Startpreis von 69.500 US-Dollar. Immer noch ein sehr stolzer Preis. Und ja, dauert halt noch ein bisschen, bis das Model 3 dann am Start ist und das Auto in eine andere Sphäre runterdrückt. Ja, bleiben wir bei Autos. Uber, die haben mal wieder eine neue Herausforderung und diesmal in New York, also im Staat New York. Denn die New York City Taxi und Limousinenkommission, die will jetzt Uber dazu verdammen, in ihrer App auch die Möglichkeit anzubieten, ein Trinkgeld zu akzeptieren, beziehungsweise halt für den Nutzer das Trinkgeld dem Fahrer zu geben. Genau das will Uber, aus welchem Grund auch immer, auf keinen Fall. Die Konkurrenz von Lyft macht das beispielsweise schon und in Deutschland, nehmen wir mal als Taxi-App MyTaxi, eine der beliebtesten Taxi-Apps, die bietet es auch an, dass man am Ende beim Bezahlen noch ein Trinkgeld hinzugibt. Ja, wie ist das passiert in New York? Es gibt eine Vereinigung von Fahrern und die hat das eingereicht und das wird jetzt geprüft und das ist wie so eine Art Gesetzesentwurf und dann kann es wirklich passieren, dass in New York Uber gezwungen wird, in die App diese Funktion zu integrieren. Bleibt spannend. Uber hat wirklich an allen Ecken und Enden zu kämpfen. Ich persönlich bin immer noch Big Uber-Fan. Macht immer Spaß, die zu nutzen. Habe ich auch wieder hier gemacht, wo ich gerade in Los Angeles bin. Und ja, halte ich ein Auge drauf. Samsung. Die haben ja den Sprachassistenten Bixby. Da haben wir letztens im Geek Talk auch noch drüber gesprochen. Der jetzt nicht zum Start des neuen Galaxy S8 am Start ist, sondern erst später kommt und die deutsche Version noch später. Und beim Galaxy S8 gibt es ja sogar einen extra Button für den Bixby. Ja, wir haben uns damals auch gefragt, was passiert denn dann jetzt? Bleibt der erstmal leer oder kommt da was anderes drauf? Und es gab wohl auch eine Third-Party-App, die wollte den Button anders belegen und dem wird jetzt mit einem Firmware-Update von Samsung ein Riegel vorgeschoben. Also, entweder Bixby oder gar nichts heißt es und entsprechend ist der Button dann erstmal leer. Und das Ende der Folge, das möchte ich auch nochmal wieder mit einem Entertainment-Thema bestreiten. Gestern habe ich ja noch auf den neuen Trailer für Star Wars 8 hingewiesen und heute gibt es die Neuigkeiten, dass F8, also der achte Film in der Fast and Furious-Reihe, korrekt, The Fate of the Furious, dass der den Rekord von Star Wars 7, also Star Wars The Force Awakens, nicht eingestellt hat, sondern geschlagen hat. Denn Star Wars The Force Awakens hat damals weltweit am Startwochenende 529 US-Dollar Millionen eingespielt. Genau umgekehrt wohl, also 529 Millionen US-Dollar. Naja, ich bin heute mit der Sprache nicht so gut dabei. Ja, und The Fate of the Furious, die haben das ganz leicht getoppt, denn die haben jetzt 532,5 Millionen US-Dollar eingespielt. Also echt nur
wirklich ein kleines bisschen mehr, 3,5 Millionen. Und es wird spannend zu sehen, ob Star Wars 8, Star Wars The Last Jedi, im Dezember dann nachzieht. Also gucken wir mal drauf. Aber auf jeden Fall, heute hatten wir ein paar Themen mehr. Ostern ist vorbei, deswegen ich freue mich auf morgen. Morgen ist die 100. Geek Talk Daily Folge am Start. Da freue ich mich besonders, dass ich die machen darf. Und falls ihr heute Nebengeräusche hattet, das ist es, weil ich die Folge auf einem Boot aufgenommen habe. Morgen am Flughafen und ab Donnerstag wieder ganz normal aus einem sicheren und ruhigen Büro. Ich hoffe, so oder so, ihr bleibt mir und uns treu. Vielleicht habt ihr Lust, hinterlasst ein paar Kommentare in den Shownotes oder auch eine Bewertung auf iTunes, da freuen wir uns. Ansonsten wünsche ich euch einfach einen tollen Start in den Tag. Für viele wird es ja vielleicht der erste Arbeitstag sein. Manche haben noch verlängerte Osterferien oder Osterurlaube. Wie es auch ist, habt einen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.